Tja, Freunde, eine herrliche Winterlandschaft, die ich schon seit sehr langer Zeit vermisse, denn es will einfach nicht schneien bei uns. Der letzte Winter war irgendwie gar nicht da, es hat nicht geschneit, es kann also zum Thema Klimawandel, man muss ehrlich sagen, die meisten, die registrieren das gar nicht mehr. Das Spiel passt ja eigentlich dazu, dass ich wenigstens irgendwo mal Schnee sehe. Es gab wirklich keinen Schnee in meiner Gegend, wo ich wohne. Und das war mal anders. Und ja, entweder die Leute ignorieren es oder die wollen es einfach nicht sehen. Ich finde, sowas sollte man nicht ignorieren. Das ist doch ein ernstes Thema. Es gehört eigentlich hier nicht in das Point and Click, was ich jetzt mache, her. Obwohl, es gehört eigentlich ganz genau hierher, denn ich möchte ab und zu mal ein anderes Thema aufgreifen. Ich mache mich erstmal an die Option. Stell dir erstmal ein. Und ja, es hat alles seinen Sinn, warum ich das so sage. Sprachlos Lautstärke kann ich, glaube ich, lassen. Also. Ja, Klimawandel. Musik ganz aus? Nein. Aber so leicht im Hintergrund, das reicht dann schon, ja. Ja, Klimawandel, ja, ein Thema, was uns alle angeht. Falls jemand das jetzt hört, das ist, meine ich, wirklich ernst. Das ist kein witziges Thema für mich. Ja, vielleicht mache ich da, ich sollte da wirklich ein extra Video machen, was das angeht, damit auch andere mal aufwachen. Also das von einem Zocker, der gerne Videospiele zockt und jetzt leider auch Videospiele, die Schnee haben, den er nur aus Kindertagen wahrscheinlich dann irgendwann noch kennen wird. Ja, mit diesen nachdenklichen Worten möchte ich aber jetzt mal ins Geschehen einsteigen und meinen ersten Part zu Das Geheimnis des Berghotels starten. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt zum Thema, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten geht's jetzt los mit Das Geheimnis des Berghotels. Ja, glaube ich, habe mich wiederholt. Okay. Dort ist es geschehen, auf dem Gipfel. Ein Karabiner krachte und der Bergsteiger stürzte 200 Meter senkrecht in die Tiefe, in den Tod. An dem glatten Fels konnte er nirgends Halt finden. Vielleicht hat er geschrien, wenn ja, hat ihn niemand gehört. Vielleicht hat er gebetet, aber dann hat nur Gott ihn gehört. Auf jeden Fall ist er unten aufgeprallt. Denn das haben wir alle gehört. Die Lawine toste wie eine halb verhungerte Bestie, die unliebsam aus ihrem Schlaf geweckt worden war. Die Erde erbebte, als er mit tausenden Tonnen Eis und Schnee aufschlug. Tut mir leid, dass ich in Erinnerungen schwelge. Schönen Gruß von Inspektor Scoot. Ein ehrenwerter Mann. Ich sehe, er hat unsere Abende am Kamin nicht vergessen. In der Tat, man könnte meinen, er redet von nichts anderem. Bitte, kommen Sie doch rein. Gehen wir ins Büro. Haben Sie Gepäck? Kaiser soll sich darum kümmern. Dafür wird sie schließlich bezahlt. Kaiser! Ein seltsamer Einstieg für ein Spiel, das ich hier gleich mal von irgendwem über einen toten Bergsteiger hier zugetextet werde. Ja, der Anfang hätte können besser sein, finde ich, aber es ist, wie es ist, so. Personen, Notizen, Tagebuch, Buch, da, Tagebuch, Notizen. Ich bin im Hotel angekommen. Es ist alles so, wie mein Kollege Sergeant beschrieben hat. Es ist gut. Das ja, haben die sich hier vertextet? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich mit dem Besitzer unterhalten. Mein erster Eindruck vom Hotel ist gut. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja. Okay. Da wissen wir erstmal Bescheid. Da geht jemand nicht gerade sorgsam mit seinen Schieren um. Nein, das geht mich aber auch nichts an. Das Hotel zum verunglückten Bergsteiger. Es ist alles so, wie Scoot gesagt hat.
Ah, jetzt weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Scoot. Okay. Ja, guckt hier oben jemand? Nein. Gibt's hier was? Was ist das hier? Moment, ey. Was für eine merkwürdige Klingelkonstruktion. Vielleicht muss man da mit der Spitzhacke draufhauen. Okay, ich geh erstmal rein. Im Auto gibt's nichts mehr, glaube ich. Nein, das holt ja dann diese Kaiser. Seltsamer Anfang, wie schon gesagt. Und denkt nochmal über den Klimawandel nach, Leute. Dort drüben ist der Speisesaal. Abendessen ist um 18 Uhr. Falls Sie sonst noch etwas wünschen, einen Snack, Erfrischungen, reden Sie mit Kaiser. Ja. Wir schauen mal. Also ich glaube, ich folge ihm erstmal, denn ich weiß noch nicht, wo ich genau hin muss. Ich zeige Ihnen die Bibliothek. Kommen Sie, Sie müssen Lel kennenlernen. Also ein kleines Tutorial, wie man eine Maus bedient. Gibt's hier noch was zu sehen? Ja, gut, ich glaube, das kann ich dann auch noch später erkunden. Inspektor, darf ich vorstellen? Das ist Lel. Er ist ein Gelehrter und versteht 3 europäische Sprachen. Er hat zwar keine Flöhe, aber schüttelt sich trotzdem überall, wo es ihm gerade passt. Ach, und das dort auf dem Gemälde ist der Namensgeber unseres Hotels. Eine Tür weiter ist das Büro. Kommen Sie bitte. Ja, schön. Alles gemütlich der Reihe nach, keine Hektik, kein Stress, das finde ich sowas von genial. Diesem Herrn verdankt das Hotel seinen Namen. Diesem Herrn verdankt das Hotel seinen Namen. Sorry für das zweimal klicken, ich dachte, ich finde da noch irgendwas, einen Hinweis. Hamlet? Ach, armer Yorick. In der Tat, der Arme. Ja, Hund streicheln gehört dazu. Der Hund muss gestreichelt werden. Das gehört einfach dazu. Ah, Notizbuch, steht wohl wieder was? Nein. Ah. Okay. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Klingt gut, danke. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Alex Never, Hotelbesitzer und Mechaniker. Sie haben bei Ihrer Fahrt durchs Flaschenhalstal bestimmt die Windräder gesehen, oder? Ach, das waren Windräder? In der Tat. Ich habe sie selbst entworfen und gebaut, mit meinen eigenen Händen. Ach, wirklich? Ja, ganz alleine. Wie auch immer, sagen Sie, wie heißen Sie und was führt Sie den langen Weg hierher? Ich bin Inspektor Peter Glebski und will hierfür 2 Wochen Urlaub machen. Allein. Gut. Bevor ich Sie auf Ihr Zimmer bringe, will ich Ihnen das Zimmer des Bergsteigers zeigen. Das Museum. Wie Sie sehen, haben wir alles genauso gelassen, wie es am Tag seines tragischen Unfalls war. Ich würde mich hier gerne umsehen. Ja, natürlich. Und lassen Sie sich ruhig Zeit. Okay, das werde ich auch tun. Tja, was ist wichtig?
Okay, hier ist was. Ich glaube kaum, dass diese Zigarette hier schon seit dem Unfall brennt. Nein, das glaube ich auch nicht. Müsst entschuldigen, meine Maus. Ich muss, glaube ich, meine Unterlage wieder mal sauber machen. Also nicht, dass jetzt extrem dreckig wäre hier, aber... Und es liegt was... Was ist das? Drunter. Ein Perpetuum mobile? Was ist das? Ein Perpetuum mobile? Ja, was ist denn ein Perpetuum mobile, bitteschön? Macht er auch schneller? Ja, okay. Ah, okay, das war das... Ich glaube kaum, dass diese Zigarette hier schon seit dem Unfall brennt. Ich sehe aber noch was anderes. Darf ich den Zettel nicht nehmen? Nein. Halt. Eine Ausgabe des Moira-Boten von vorgestern. Kann kaum die letzten 6 Jahre hier gelegen haben. Werde ich mir auch nicht nochmal ansehen. Ich schaue mal ins Notiz. Oh ja, das ist ja wieder. Ich wurde Lel vorgestellt, dem Bernardiner des verunglückten Bergsteigers. Ein süßes Hündchen. Aha, okay. Das ist der Hund von dem Bergsteiger, der hier verunglückt ist. Gut zu wissen, ja. Ich habe die Formalitäten hinter mich gebracht. Mein Zimmer ist die Nummer 4. Immer noch nichts in meiner Tasche. Mal sehen, ob es hier auch Hotspots gibt. Nein, natürlich nicht. Ah, was haben wir denn hier? Frische Erde. Der Sache sollte ich auf den Grund gehen. Ja, da es hier keine Hotspots oder sowas gibt, muss ich mich hier etwas durchwimmeln. Ein Klingelknopf. Er ist gelb. Ein Klingelknopf. Er ist gelb. Ah, okay. Ich kann es nicht abstellen. Normalerweise würde ich ja auch seine Kleidung und alles, was hier ist, noch untersuchen. Was ist das? Das war die Zeitschrift. Und noch was? Ist hier was? So aus? Nein. Nichts. Okay. Oh, halt. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ich muss kurz mal. Oh, nein. Oh, halt. Ach nein, da waren die Schuhe. Ah. Ah ja. Bug entdeckt. Die Schuhe kann man nicht nochmal nehmen. So, jetzt muss ich schauen. Ereignisse. Ich habe mich im Zimmer des verunglückten Bergsteigers umgesehen. Unter anderem habe ich Schuhe gefunden, an denen frische Erde klebt. Seltsam. Dreht mal mit ihm. Schuhe? Oh, das müssen die Schuhe von Herrn Dubanstock sein. Er sucht sie schon seit einigen Tagen. Geben Sie sie mir. Danke, Inspektor. Ich bringe sie jetzt auf Ihr Zimmer. Das ging ja schnell. Kann ich noch etwas für Sie tun? Vielleicht. Sagen Sie, wer wohnt noch hier? Wo? Hier im Hotel. Ach, tja, also wir haben noch ein paar andere Gäste. Können Sie mir sagen, wen genau? Also, da wären Herr Moses, Herr Simonet, Herr Dubarnstock und Brun. Und noch jemand. Moses, sagen Sie? Ja, er und seine Frau. Sie haben Zimmer Nummer 1 und 2. Und auch 3. Sie könnte seine Tochter sein, aber ich weiß es nicht genau. Eine schöne Frau ist das. Sie ist wirklich zu beneiden. Bernstock? Meinen Sie den Bernstock? Weiß nicht, vielleicht.
Ich glaube, er ist Hypnotiseur in einem Zirkus. Simonette? Er ist der Wissenschaftler aus dem Zimmer gleich gegenüber. Er spielt immer Billard, wenn er nicht gerade die Wände vollkritzelt. Ein netter Herr, wenn auch hin und wieder leicht depressiv. Vielleicht irgendetwas mit der Psyche. Brun, wer ist das? Oh, Brun hat ein Motorrad und ist selbst für sein oder ihr junges Alter ziemlich ungehobelt. Noch jemand? Könnten Sie sich vielleicht etwas präziser ausdrücken? Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass diese Person hier wohnt, Zeitungen liest und dauernd Fußabdrücke hinterlässt. Nasse. Das wäre alles. Danke, Kaiser. Also echt mal. Kaiser. Okay, schau erstmal, ich möchte mich ja nicht aufregen. Ich meine, jeder ist so, wie er ist. Sibbo. Oben irgendwas. Kleidung, glaube ich nicht. Zigaretten. Ohne sie geht's einfach nicht. Okay, also, ja, ich bin ja Nichtraucher. Ich habe damit nichts am Hut. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So. Sollte ich jetzt erstmal mich umsehen oder kann ich mich hinlegen? Ah, ich schaue mich erstmal um in dem Zimmer, was hier los ist. Sieht ja alles sehr schick aus. Kiste, Fenster. Und ja. Ah, Mann. Der Teppich ist völlig vereist. Aber das ist bei der Kälte auch kein Wunder. Sieht's nicht schön aus, wenn es so schneit. Oh Mann, ich vermisse das echt ohne Ende. Ich könnte glatt heulen. Ja, es klingt jetzt komisch, aber ist wirklich so. Hey, machen Sie auf! Hey, machen Sie auf! Ja, okay, ich will ja nicht gleich so. Wie sagt man mit der Tür ins Haus? Die Tür wurde von innen abgeschlossen. Ja. Die Tür wurde von innen abgeschlossen. Okay, da wird jetzt erstmal nichts passieren. Ich gehe mal wieder in Richtung mein Zimmer und bestimmt von innen vom. Von meiner kleinen Absteige. Oh nein. Oh Mann, da könnte ich abschalten. Da könnte ich sowas von abschalten. In so einem Berghotel. Ach, das ist das Bad. Okay. Was wäre ein Hotel ohne Handtücher? Ich hab die jetzt genommen, was flackert hier? Hoffentlich nicht mein Spiel. Ein Wasserhahn. Nicht benutzen. Moment, jetzt muss ich erstmal schauen, wo mein Menü ist. Tasche, ich hab das. Warum sollte ich das nass machen? Nein. Kann ich jetzt auch wieder wegtun? Ja, okay. Sieht eigentlich, für mich sieht das aus, als wäre der Wasserhahn schon aufgedreht. Moment, ich habe noch was gesehen. Ich habe neben dem. Nein.
Nein. Ein Rasiermesser. Wer benutzt denn noch sowas? Das nehme ich mit. Vielleicht kann ich ja damit was aufschneiden. Also ich glaube, das Berghotel, das Spiel hier, hatte einige verschiedene Enden. Kann ich mich, glaube ich, noch entsinnen. Wirklich merkwürdig. Auf der anderen Seite steckt der Schlüssel. Hat Kaiser mich aus irgendeinem Grund eingesperrt? Och Mann, nee. Geht das schon los? Tasche, so was habe ich? Ich habe das Rasiermesser. Ja, das wird hier nicht funktionieren. Nein. Wenn ich das so benutzen kann. Tagebuch, zack, zack. Geht schon los. Aber ich habe ja noch hier, ich sehe gerade was. Ein Klingelknopf. Violett. Oder doch eher lila? Warum steht hier nicht benutzen, wenn ich den doch bestimmt gleich benutze? Gehst du mal bitte weg. Ein Klingelknopf. Wie? Nicht benutzen. Na, das geht ja fein los. Ich werde ja gleich mal eingesperrt. Der Typ macht nicht auf. Der Teppich ist, ja, mit Feuerzeug. Ich experimentiere einfach mal rum. Okay. Ja, lass mal bitte jetzt weg. Wieso kann ich das denn nicht einfach so wegnehmen? Also mit einer Zigarette das durchschieben, das geht, glaube ich, nicht. Tja, ihr merkt schon. Ja. Moment, die Tür wurde von außen abgeschlossen. Moment, die Tür wurde von außen abgeschlossen. Okay, dann bewege ich mich mal wieder in die Richtung, denn da muss ich doch wahrscheinlich, weil das nützt mir nichts, wenn ich den Schlüssel irgendwie rausdrücke, wenn es von draußen abgeschlossen ist, dann ist das abgeschlossen. Der Teppich ist völlig vereist. Aber das ist bei der Kälte auch kein Wunder. Ja. Teppich. Ich denke mal, vorne liegt noch was. Kann mir das mal jemand verraten, was ich jetzt tun soll? Weil der Typ hier hört mich ja nicht. Vielleicht muss ich irgendwas verwenden. Ja, das ist natürlich nicht. Ich probiere echt alles aus. Das gibt es doch nicht. Ich schätze, ich muss irgendwie seine Aufmerksamkeit erregen. Ja, das ist natürlich logisch, aber mit was?
was soll ich die erregen? Hier ist nichts. Hier irgendwas. Die Tür wurde von innen abgeschlossen. Mann. Ja, da ich das erst angefangen habe, kann man mir das auch verzeihen, dass ich jetzt noch nicht so Bescheid weiß. Ja? Ihr wisst, ich muss erstmal den Durchblick haben. Von innen abgeschlossen. Also ich habe hier nichts, was ich irgendwo verwenden könnte. Nein. Okay, geh nochmal zu dem Teppich. Kann ich den abschneiden? Nein. Kann ich den... Ich denke, du willst Aufmerksamkeit erregen. Typ. Okay. Ich gehe wieder rein. Vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Irgendwas Kleines. Und ich finde eventuell noch raus, was für Hotspots das hier gibt, wenn es welche gibt. I don't know. Ein Klingelknopf. Violett. Oder doch eher lila? Hör auf zu quatschen, nicht benutzen. Egal, ob ich hier versuche jetzt zu scrollen. Es tut sich nichts. Okay, schau nochmal in meinen Koffer. Was ist das eigentlich für eine komische Musik? Okay, hier gibt's nichts mehr. Also, ich wurde eingeschlossen in meinem Zimmer und weiß jetzt nicht, wie ich hier rauskomme. Beziehungsweise die Aufmerksamkeit von dem Typ errege. Halt, was war das? Ein Spiegel. Recht handlich sogar. Oh. Ah, okay. Ich glaube, ihr wisst auch, worauf ich raus will. Der Spiegel könnte eventuell mir helfen, den Typ zu blenden, dass er aufmerksam wird. Ah, okay. Ja, ich hab's doch gewusst. Irgendwas habe ich übersehen. Die Tür ist abgeschlossen. Der liest schön gemütlich und... Ah, wenn die Hand erscheint. Ah. Das war noch nicht alles. Ah, alles klar. Okay, ich habe verstanden.
Ich muss in dem Kreis bleiben. Oh, shit. Und das mit meiner Maus. Also nicht mit meiner Frau, mit meiner Freundin oder so. Nein, nein, nicht. Nein, geh, bleib drin. Nein! Oh, what the fuck? Oh nein, wenn ich hier Stunden jetzt für den Scheiß brauche, wenn es immer wieder woanders auftaucht. Nein, bleib doch mal dort, du Hurensohn, du blödes Ding, du gelbes, durchsichtig weißes, hässliches. Ich kann hier nichts machen mehr. Oh. Mann. Was machen Sie da draußen? Es ist eiskalt. Sind Sie so etwas wie ein Lichttechniker? Warum sind hier nur alle so komisch? Naja, Ihre Spielereien sind ja relativ harmlos, verglichen mit den Eigenarten einiger anderer Gäste. Wie auch immer, was wollen Sie? Jemand hat mich in meinem Zimmer eingesperrt. Danke, dass Sie mich reingelassen haben. Ich bin Inspektor Peter Glebski. Ein Polizeiinspektor, interessant. Er freut sich, kennenzulernen. Ich bin ebenfalls Inspektor. Naja, so in der Art. Simon Simonet, ich inspiziere die Wissenschaft der Kybernetik. Er freut sich, kennenzulernen, denke ich. Tja, also eigentlich bin ich ja Physiker. Aber einen Witz habe ich trotzdem immer auf Lager. Gut, richtig gezündet hat er nicht, wie ich merke. Haben Sie eine Idee, wer mich in meinem Zimmer eingesperrt haben könnte? Wie gesagt, hier hat irgendwie jeder seine Eigenarten. Aber jemanden so einen Streich zu spielen und dazu noch einem Neuankömmling, das geht fast zu weit. Kaiser? Zu anständig für einen Streich und zu gewissenhaft für ein Versehen. Nein, ich bezweifle, dass sie etwas damit zu tun hat. Sneva? Nun ja, der Hotelbesitzer ist zwar exzentrisch, aber sieht nicht wirklich wie ein Scherzkeks aus. Lel? Er soll für einen Hund ziemlich schlau sein, aber dennoch zu sehr Hund, als dass er dazu fähig wäre, oder? Man sieht sich. Gut, ich will sie nicht aufhalten. War nett, sie kennenzulernen. Wie man sieht, kommt Kaiser nie in dieses Zimmer. Boah, Leute, wir sind reingekommen in das Zimmer und jetzt möchte ich den Part beenden. Ich bleib hier erstmal. Entschuldigung, wenn ich ins Mikro so reingepippt habe. Okay, möchte mich jetzt erstmal verabschieden. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt erstmal und so, ja. Es schneit, es ist schön, schönes Wetter, Schnee, ich liebe Schnee. Noch einmal, denkt an den Klimawandel. Ich nerv ohne Ende damit. Das Spiel hat mich echt drauf gebracht, das Thema mal anzusprechen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Hier bei das Geheimnis des Berghotels. Genau so war's. Okay, ich bin dann erstmal weg und ciao.